kid, puzzles were the best. Took a great memory and tore them all to shreds. Picking up the pieces, remember where they fell. Couldn't find the one that's beat to fill the empty well. Things are running dry, vision in my mind. Where's the one that's beat, man? I think I'm going fine. Sick of this chainsaw, think I'm breaking up. Where's the one that's beat, that's lagging in my gut? Time's up, puzzles gone, puzzles laid out on the floor. Put that piece in my hand, I know I've seen it here before. Empty space, incomplete, is a puzzle. Die Schule, die hat jetzt ja wieder angefangen und ihr freut euch bestimmt schon auf die nächsten Ferien. Dieses Jahr habt ihr wirklich allen Grund, euch auf die Herbstferien zu freuen, denn dieses Jahr findet in dieser Zeit eine richtig tolle Sache in Bretten statt. Und zwar hier in der Stadtparkhalle und in der Jahnhalle in Bretten, die ihr bestimmt aus dem Sportunterricht kennt. Vom 2. bis zum 6. November werden sich da richtig viele coole Leute tummeln in eurem Alter und das alles wird unter dem Motto Jesus House stehen. Jetzt fragt ihr euch, wofür steht Jesus House eigentlich? Und das fragen jetzt erstmal ein paar andere Leute. Wir sind jetzt gerade in der Brettner Fußgängerzone, Zone bei schönstem Wetter und blauem Sonnenschein. Hinter mir sind 5 Schülerinnen und Schüler, die ganz scharf drauf sind, uns was zu erzählen. 6, Entschuldigung. Meine Frage an euch lautet, habt ihr schon mal was von Jesus House gehört? Ja. Das ist doch in Knittling-Haumann. Haben Sie schon mal was von Jesus House gehört? Nein. Kann es sein, dass ich das in Tübingen schon mal gesehen habe? Kann sein, was denkst du davon? Also dort war es einfach ein Raum, wo sich Menschen getroffen haben. Haben Sie schon mal was von Jesus House gehört? Nicht wirklich. Nein, noch nicht. Nein. Nein. Du weißt nicht, was das ist. Du? Hast du schon mal was von Jesus House gehört? Ja. Ja, was stellst du dir darunter vor? Ein Haus. Musik, glaube ich. Was für Musik wäre das dann? Hip-Hop oder Rock oder keine Ahnung. Kneipe oder wie? Bar oder was? Bar? Jesus House ist ein Haus, die hilft Leute in Not, auch Hilfe. Können Sie sich dann irgendwas unter Jesus House vorstellen? Heilige Kirche. Wahrscheinlich was mit Jesus und Kirche und junge, dynamische Leute. Irgendwas, Gespräche über Jesus und Jugendliche, die sich treffen und gemeinsam Spaß haben. Du hast schon mal was davon gehört, okay. Wie war das für dich? Was hast du da erlebt irgendwie? Eigentlich auch schon voll chillig. Man sitzt da, spielt Tischkicker, Billard, redet mit den anderen Leuten. Wie findest du das? Nicht schlecht, gut eigentlich. So wie ein Jugendhaus. Wie findest du das? Cool. Also ich würde drin gehen. Du wirst hingehen? Ja. Okay. Ihr habt jetzt ja schon richtig viele Meinungen und Statements über die Veranstaltung Jesus House gehört. Aber damit ihr auch wisst, was wirklich Sache ist, habe ich jetzt jemanden ganz kompetenten an meiner Seite. Und das ist der Waldemar. Ja. Hallo Waldemar. Hallo. Was ist Jesus House wirklich? Nun ja, Jesus House ist die Jugendwoche hier in Bretten. Täglich haben die Jugendlichen vom 2. bis 6. November hier ab 18 Uhr die Möglichkeit herzukommen und das coole Programm zu erleben, was wir ihnen hier veranstalten. Dabei gibt es Musik, es kommen sehr interessante Künstler und am Ende gibt es noch ein Konzert von 2 richtig coolen Bands. Okay, aber worum geht's in der Woche dann eigentlich? Nun ja, es geht um Gott und Jugendliche. Ja? Wie kann ich als Jugendlicher Gott wirklich erleben? Es geht darum, dass Gott nicht irgendwie völlig in der Ferne ist, dass Gott irgendwas Cooles, Uncooles oder Konservatives ist, was nur für Erwachsene, sondern es geht um Gottwahrnehmung als Jugendliche. Ja? Ich persönlich kann es nur betonen, dass auch die Jugend Gott erleben kann und ich glaube, ich bin nicht der Einzige dabei und darum geht es. Okay. Möchtest du uns sonst noch was zu Jesus House sagen? Nun ja, Jesus House wird auf jeden Fall eine coole Sache. Ich bin da, ich bin dabei und außerdem muss ich hin, weil ich eben ein Leiter bin. Genau. Du hast gesagt, du musst hin, okay. Jetzt fragen wir mal jemand anders, der nicht ganz so voreingenommen ist wie der Waldemar. Das ist die Tammy. Tammy, warum gehst du zu Jesus House? Ja, ich denke, das wird einfach eine richtig super Erfahrung. Mit dem ganzen Programm und den Impulsen, es tut einem auch echt gut und ich denke, es wird richtig geil. Ich kann euch nur raten, geht hin. Es ist auch wirklich was für Leute, die Action brauchen und es wird auch Action geben. Das ist cool, dass du auf jeden Fall mit dabei bist. Gibt es denn eine Sache, auf die du dich besonders freust? Ja, natürlich auf die Impulse und auf das Programm mit den Botschaften, die einem
überreicht werden, so gesagt. Also ich denke, das wäre echt gut. Es tut einem auch gut, es hilft einem weiter, es gibt einem Kraft und es ist einfach das Tolle am Glauben. Und die ganze Woche wird bestimmt richtig Hammer. Und natürlich auch das Konzert, das dann am Ende der Woche kommt, die Ska Night. Also ich freue mich schon richtig auf die Stimmung, weil ich weiß, dass es richtig gut wird. Ihr habt jetzt ja schon richtig viel von Jesus House gehört, was Leute darüber denken, was da so geht. Aber von meist so ein bisschen jüngeren Menschen. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt auch mal jemand fragen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, schon ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel. Thomas, du musst uns nicht sagen, wie alt du bist, aber ich möchte von dir gerne wissen, was dich an Jesus House noch fasziniert. Ja, an Jesus House fasziniert mich, dass junge Leute für andere junge Leute ein tolles Programm machen und da richtig was abgeht und junge Leute sich selber ihre Talente selber darstellen können, dass sie sich selber mal probieren können, wie weit und was sie machen können. Und dass das alles für andere Jugendliche ist, das fasziniert mich. Und dass es in dem ganzen Programm noch um Jesus geht, das fasziniert mich noch dazu. Du hast gerade das Programm angesprochen, Thomas. Jetzt interessiert die Leute da draußen natürlich, was hat Jesus House zu bieten? Was ist denn das Programm? Das ist zuerst mal 4 Abende ein Programm mit Musik, mit Interviews, mit tollen, interessanten Clips, Videoclips und dann natürlich eine ganz, ganz tollen Message über Gott und die Welt und vor allem über die Jugendlichen. Aus dem Leben von den Jugendlichen, für die Jugendlichen und das passiert da jeden Abend. Jesus House, das ist ja Englisch und das heißt Jesus House und Jesus in mir drin, Jesus in meinem Haus. Was bedeutet es für dich, dass Jesus in deinem Haus lebt? Das bedeutet für mich zuerst mal, dass Jesus immer da ist. Und das ist das Geniale, egal wo ich bin, ob ich alleine bin, keine Freunde drumherum habe, Jesus ist immer da. Und das ist was, er gibt mir Kraft, er gibt mir, dass ich sehen kann, was der nächste Schritt ist, manchmal in manchen Situationen, in Entscheidungen. Und das ist, warum ich so froh bin, mit Jesus unterwegs zu sein. Jesus House findet ja 5 Tage lang in der Jan-Halle und in der Stadtparkhalle in Bretten statt. Das klingt jetzt ja nach einem riesigen Aufwand, organisatorisch und logistisch. Du bist der Chef von der ganzen Sache. Was kannst du uns zu dem Stand der Dinge bis jetzt sagen? Tolle Mitarbeiter bereiten ein tolles Programm vor, wo viele Hände zusammenhelfen. Da ist dann nachher für jeden Einzelnen nicht mehr ganz so viel. Und so sind es viele verschiedene Jugendlichen und junge Erwachsene, die da zusammenarbeiten. Und das ist echt genial. Natürlich können wir noch Leute brauchen, die sich noch mit einspringen. Und vor allem in der Woche selber, da sind wir froh um jeden, der mithilft. Aber wünschen uns vor allem, dass ganz, ganz viele Gäste kommen, die noch nicht irgendwo mitarbeiten, die dort dann kommen und viel Spaß haben und hoffentlich auch eine Begegnung mit Jesus haben. Okay, ich habe gerade schon gesagt, Jesus House findet auch in der Stadtparkhalle statt. Aus einem ganz besonderen Grund ergibt es nämlich das Highlight, das ist die Ska Night, das Konzert, was auch immer. Was können sich die Leute darunter vorstellen? Ein großes Konzert mit 2 Bands. Die eine Band Good Weather Forecast von Deutschland und die andere Band von Amerika, die extra hier mitkommt. Und wir wünschen uns, dass da richtig die Post abgeht, dass wir ganz viel Spaß haben und dass es ein richtig super Abschluss wird von dieser Woche Jesus House in Bretten. Jesus, das Jugendevent. Ich freue mich super drauf. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und ich freue mich, wenn ihr kommen werdet. Unser Jesus House, euer Jesus House. Seid dabei. Jesus House, wir sehen uns vom 2. bis zum 6. November.